Hallo, liebe GetGods TV-Zuschauer, in meiner Hand halte ich das Logilink ID TV Mobile. Damit ist es möglich, mit seinem iPad 3 oder dem iPad 2 oder auch dem iPhone 4S mobil Fernsehen zu schauen. Per DVB-T. Es ist sogar Recording möglich, Timeshifting und so weiter und so fort ist es möglich, gerade wenn man Fußballbegeisterter ist. EM steht vor der Haustür oder wenn ihr euch dieses Video nach der EM erst anschauen könnt, kann man sich natürlich auch daran denken, diverse andere Sachen immer rechtzeitig auf seinem iPad, iPhone 4S anzuschauen. Das wollen wir mal auspacken und ein kleines Hands-on auch zu machen mit dem ID TV Mobile von Logilink. Gleich mehr dazu nach dem Bumper. So, liebe GetGods TV Zuschauer, hier seht ihr die Verpackung des Logilink ID TV Mobile. Es ist eben halt, wie gesehen, auf der Verpackung zu sehen, ein kleiner Dongle, den man dann unten an an den Port anschließt des iPads oder des iPhones. Zu welchen Modellen das kompatibel ist, steht hier auch iPad 2, the new iPad, also sprich iPad 3 oder das iPhone 4S. Rest die älteren Modelle der iPad Generation 1 oder die iPhones bis zu iPhone 4 sind damit nicht kompatibel. Nur das iPhone 4S von den Smartphones aus dem Hause Apple sind damit eben halt kompatibel. Wozu das Ganze? Hatte ich schon eingangs gesagt, man kann damit eben halt unterwegs TV schauen. Wenn ihr ein Serienfanatiker seid, dann könnt ihr jederzeit diesen Dongle aus der Tasche rausholen, ranstecken und dann natürlich Fernsehen schauen. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir uns nachher mal an und wir holen mal jetzt dieses kleine Dongelchen heraus aus seiner Umverpackung. Ja, mal schauen, was da eben halt Logilink da alles mitliefert. Es sollte eigentlich nicht sehr viel sein. Ziehen wir es raus. So, hier ist noch ein bisschen, ich glaube, Handbuch ist hier noch drin. Jawohl. Das Handbuch ist hier drin. Logilink VG0014 ID TV Mobile. Bedienungsanleitung in Deutsch. Eigentlich relativ übersichtlich. Es ist in Deutsch und noch in einer anderen Sprache. Spanisch ist da auch mit drin, Englisch, wie ich sehe. Die deutsche Anleitung ist gerade mal Inhaltsverzeichnis, Sicherheitshinweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten lang. Das sollte eigentlich relativ zügig dann vonstatten gehen. Wenn man sich das genauer durchlesen will, dann ist das Ding halt so viel. Hier ein kleines Ladekabel. Und dann hier drinne befindet sich natürlich dann ja der kleine magische Dongle, den man sein iPad 2, iPad 3 oder iPhone 4S in einen tragbaren mobilen Fernseher umwandeln kann. iPad 1 Nutzer, ups. Das war der erste kleine Falltest. Den hat er relativ gut bestanden. Es ist nichts passiert. iPad 1 Nutzer und iPhone 3G, 3GS, iPhone 2G und iPhone 4 Nutzer sind leider nicht in der Lage, diesen Dongle anzuschließen. So, ich habe jetzt mal hier auch noch ein iPad 3. Weiß. Wo schließt man das Ganze an? Ich hoffe, der ist schon ein bisschen pre-charged. Ansonsten müsste ich dieses Video einen kleinen Augenblick pausieren oder einen kleinen Zeitsprung machen mit euch, um euch das dann zu demonstrieren. Was ihr natürlich braucht, ist die Software. Die braucht ihr auch noch, um das Ganze betreiben. Im App Store einfach nach ID TV Mobile suchen.
Hier einmal die iPad-Version und dann die iPhone-Version. Ich habe jetzt hier mal die iPad-Version installiert und das sollte dann relativ zügig gehen. Schauen wir nochmal rein. Wir können ja uns nochmal kurz mal reinseppen, wie die Screenshots im Moment aussehen. Hier. So sollte dann alles genüsslich aussehen. Ne? Es ist auch machbar mit dem IDTV und der IDTV Mobile App dann aufzuzeichnen. Jetzt wird er wahrscheinlich den Dongle nicht erkannt haben. Man kann trotzdem weiterklicken, aber schließen wir es doch erstmal an, um das Ganze dann mal zu sehen, ob das schon vorgeladen ist. Ansonsten müsste man das natürlich erstmal laden, damit man das überhaupt in Betrieb nehmen kann. Hier steht auch, man muss sich das nicht vorher herunterladen. IDTV Mobile möchte mit dem DEXA-Tag IDTV kommunizieren. Da sagen wir ja. Die App geht auf. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Und ihr seht schon, angeschlossen ist es. Hat sofort die App gestartet und man kann jetzt sofort mit dem Sendersuchlauf beginnen für Deutschland. Wie funktioniert das Ganze? Natürlich geht das über DVB-T. Das heißt digitales terrestrisches Fernsehen. Wo immer dieser Empfang besteht, eigentlich sollte es schon fast deutschlandweit in den Großstädten zur Verfügung stehen. Da funktioniert dieser Dongle auch. Wenn man im Auto sitzt, wird es ein bisschen schwieriger, weil man sich ständig hin und her bewegt oder was sagt, schnell in der Gegend bewegt. Aber wenn man sich nur langsam fortbewegt oder, sag ich mal, in einer Großstadt befindet, wie Berlin oder Hamburg oder München oder Düsseldorf, dann sollte es eigentlich astrein funktionieren. Der Sendesuchlauf läuft hier noch durch. Ab und zu hat man hier unten unter dem Ladebalken oder dem Sendesuchlaufbalken schon Sender gesehen, die gefunden wurden. Hier, okay, Bibel TV muss man nicht unbedingt sehen. Das vierte ist auch nicht gerade sowas. Radio kann man natürlich auch hören. ProSieben, da war einer der großen Kabelsender, DVB-T-Sender, privaten Sender. Arte, Hessischer Rundfunk, NDR, MDR und so weiter und so fort. Es wird jetzt sämtliche DVB-T-Kanäle reingezogen, die es erkennt. Dauert immer ein klein bisschen. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich dieses Video genießen, euch noch die technischen Spezifikationen zu dem Logilink IDTV anschauen. Und ihr seht, wenn er einmal fertig ist, dann hat er gesagt, dann sagt er hier 44 Sender gefunden. Das sind natürlich nicht ausschließlich nur Fernsehsender, sondern es sind auch Radiosender. So, klicken wir mal auf Fertig. Ich hoffe, ich habe jetzt drauf geklickt. Nein, habe ich nicht. So sieht das Ganze aus. Live-Fernsehen. Es wird euch sogar angezeigt, was gerade aktuell läuft und was als nächstes läuft über diesen kleinen, ja, EPG, Electronic Program Guide. Man kann hier auch in ein Filmarchiv hineingehen, wenn man eben halt IDTV von Logilink eingesetzt hat, um es eben halt als mobilen Videorekorder auch noch zu benutzen. Hier kann man noch mal reingehen in die Einstellung, Sender sortieren, könnt ihr natürlich noch mal einen Sendesuchlauf machen. Ort, ja okay, da kann man natürlich dann den GPS-Sender auch noch da reinsetzen. Ton im Hintergrund abspielen, bla 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 bla. Batterie des Gerätes ist bei 0%. Man kann hier sogar einstellen, ob man für den Betrieb des Logilinks den iPad-Akku belasten will oder den Logilink-eigenen Akku verwenden will. Das heißt, wenn der hier mal seinen Saft ausgehen sollte, dann kann man das trotzdem noch weiter betreiben. Das ist schon eine schöne Idee. Das ist schon mal sehr weit vorausgedacht von den Kollegen. So, jetzt gucken wir mal hier. Welchen Sender wollen wir uns denn mal anschauen? Ich denke mal, wir schauen mal in NTV Nachrichten hinein. Interessiert mich. Und ihr seht, Fernsehen läuft. Zoomen kann man natürlich nicht. Es kommt immer wieder ab und zu sicherlich zu
kleineren Störungen, wenn man das Kabel hier anfasst und dann ein bisschen rumdreht, die Antenne, dann kommt natürlich immer wieder zu kleineren Aussetzern. Man sollte es einfach mal halten und dann sollte es eigentlich auch gut funktionieren. Kommt natürlich immer darauf an, wie stark das Signal ist. Ob ihr vielleicht in einem U-Bahn-Schacht drin seid, dann seht ihr natürlich nichts, nicht sehr viel, es sei denn, der U-Bahn-Netzbetreiber hat vielleicht da auch DVB-T in den Tunnel hineingejagt. So, da sieht man das. Man sieht hier auch sehr schön, hier unten ist noch der Akkuanzeige. Man kann auch jetzt hingehen und sagen, ich möchte das recorden. Dann zeichnet er auf. Ich kann auch sagen, Stop. Timeshift läuft. Und ich spiele weiter. Aufzeichnung aufhören. Und es läuft weiter. So, gehen wir mal hier hin. Da kann man auch weiter zappen. Einfach durch die Programme zappen. Hier kann man das auch noch Bildschirm füllen machen. Toneinstellung, leiser, lauter. In die Einstellung kann man auch noch hineingehen. Das ist aber nur, wenn, falls da eben halt Mehrkanalton angeboten wird. Und wenn ich hier wieder raus will, dann sage ich einfach fertig. Wir können uns auch noch mal ein Radio anhören. Nee, das ist Musik. Hier, Spreeradio. Hören wir noch mal rein, was Spreeradio gerade macht. Ah, Signal kommt. Hier ist auch die Signalstärke. Das Spreeradio kann man nicht aufzeichnen, also im Radio kann man nicht aufzeichnen, aber man kann sogar durchs Wischen hier mehr oder weniger durchseppen durch die einzelnen Programme. Und ja, soweit zum IDTV von Logilink. Den aktuellen Tagespreis könnt ihr natürlich erfahren, wenn ihr bei uns in den Shops drin seid, unter hoh.de, unter getgoods.de. Alle weiteren Informationen sind da auch mit drin, wie zum Beispiel auch weitere Produkte von Logilink. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich gehe jetzt, glaube ich, damit mal schön nach draußen in die Sonne, um das mal zu genießen. Und wir sehen uns sicherlich oder hören uns sicherlich sehr bald wieder mit neuen Unboxing-Videos oder Review-Videos. Alles könnt ihr natürlich nachverfolgen auf unserer Videoplattform unter videos.getgoods.de.